Wir sehen links und rechts diese Krüge. Wenn diese Krüge gleich Schaden kriegen, laufen die in die Mitte. Diese Krüge müssen geheilt werden, damit sie 100% live haben. Nur wenn diese Krüge überleben, wird man unsichtbar. Und nur unsichtbar kann man den Boss schieben. Das heißt, sichtbar hat das gar keinen Effekt. Das ist jetzt ein AOE-Schaden. Beziehungsweise, das ist der Tankmaster, der schubst dann nämlich weg. Die Krüge kriegen durch Sandmänner Schaden. Die spawnen jetzt gleich. Da sehen sie. Diese Sandmänner sind dafür verantwortlich, dass die Krüge Schaden kriegen. Wenn die Krüge Schaden kriegen, kann man die einfach heilen und fertig. So, jetzt müsste der Krug da vorne hochgeheilt werden. Ja, wir sehen es auch. Dann hat sich das nämlich erledigt. Geht er zurück auf seine Position und die nächste Gruppe kann unsichtbar werden. Wird auch gleich unsichtbar. Eigentlich werden die immer durch so Strahlen markiert. Wir werden sichtbar, das heißt, wir kümmern uns jetzt um Ed. Dass der Ed da nicht hinkommt. Kümmert anscheinend keinen. Außer mich. Normalerweise geht man halt auch einfach nur auf den Boss, weil man unsichtbar ist und die Sichtbaren kümmern sich. So wie die Zeit gewinnt jetzt. Mehr macht der Boss auch nicht. Jetzt werden wir wieder unsichtbar. Hier wird gleich ein Zauberkrug sterben. Es geht auch schneller in der Instanz, aber ist okay.